Willkommen zu einem neuen Part von Pokémon Blattgrün Armageddon. Ich bin wieder back in action, der Zeitkäfer ist gestellt. Ich habe noch Urlaub in Fahrausführung, Schlusszeichen von der Schule. Die fängt bei mir erst im Oktober wieder an. Es ist schon Oktober, Mitte Oktober. Und bis dahin habe ich noch ein bisschen mehr Zeit. Hab zwar gerade ein bisschen Probleme mit einem Programm auf meinem Rechner. Vielleicht habe ich auch das große Glück, dass sie mir den wieder mitnehmen. Wer weiß, wir werden sehen. Aber im Moment soll uns das nicht beunruhigen. Letztes Mal habe ich mich ja angestellt wie der erste Affe hier in dieser Arena. Wo ich klar im Vorteil war. Und so wie ich weiß, startet es ja mit einem Sarzenia und einem Vulnona. Und dieses Mal bin ich vorbereitet. Oh, ich bin... Das haben wir ja schon gehört. Genau. Kein Spoiler. Bisch nett. Fahr zur Hölle. Netter Kerl. Jedenfalls, dieses letzte Mal habe ich wirklich gespielt wie der erste Affe. Und deswegen habe ich vieles wieder gut zu machen. Sarzenia und ein Vulnona. Genau. Denn Vulnona versucht uns ja immer... langsamer zu machen. Wir machen gleich mal Big Gun. Weil der muss weg. Scheiße. Die KI spielt das echt gut. Muss ich der KI lassen? Leute, Feuer. Okay. Yo. Letztes Mal habe ich das aber besser gelöst. Gleißendes Sonnenlicht. Und Noir brennt mir jetzt tot. Ich spule das mal schnell. Doch nicht. Okay, einmal kriege ich wahrscheinlich noch... Mach mal Knirscher auf dich und nochmal, da haben wir wenigstens Übertrank. Dieser Bob. Ich hasse ihn. Ja, ist tot. Sehr schön. Oder nicht schön. Ja. Müssen wir so machen. Spannend, dass ich schon beim ersten... Schnipp, schnapp. Gleißendes Sonnenlicht. Ja. Machen das mal schnell. Okay. Ich habe ein Problem. Okay, wir machen aber trotzdem mal weiter. Einfach munter. Munter mal auf dich. Und Durchbruch auf dich sollte mir eigentlich reichen. Ja. Es ist unglaublich, wie ich hier Lehrgeld bezahle bei diesem Arena-Leiter. Ja, das können wir spulen. Die Palme raus. Los, Palme. So, der ist tot. Okay. Steht 2 zu 1 für sie. Tengulis. Das ist weniger gut. Das ist ein Unlichtpflanzen-Pokémon. Bleeding! Okay. Okay, also wir haben Psychokinese auf dich und ich würde sagen Wieländer auf dich. Scheiße. Wir haben noch Sonntag drin. Unfassbar. Okay, wir haben Psychokinese auf die Pflanze. So, das müsste aber jetzt reichen, oder? Ja, sehr schön. 2-2 steht's. Mit leichtem Vorteil für sie. Oder für ihn jetzt noch. Snobilikat. Ja. Und der versagt mir natürlich wieder den Dienst. Gleißendes Sonnenlicht. Das macht keinen Unterschied. Wechseln muss ich sowieso dann. Nein, das ist ein Unlicht. Heimpower. Durchbruch auf ihn. Hitzewelle können wir spulen. Er killt mich. Danichen. Sehr schön. Glück gehabt. Sehr schön. Der Chef hat 61. Was gleich im Level. Leichtem Vorteil für ihn oder sie. Das hat er gesagt. Das Sonnenlicht lässt nach. Sehr schön. Also, Schaufler auf dich. Wieländer auf dich. Er ist aber trotzdem schneller als ich, oder? Nee, ich bin gleich schnell. Bumm. Sehr schön. Vielleicht reicht's,
Jawolla, sehr schön. Volltreffer, wenn ich ihn brauche. Sehr geil. Wir sind wieder ausgeglichen. Chef. Ja, aber jetzt haut er mich natürlich mit Flammenwurf weg. Sag mal, als letztes ein Sonnenflora. Jawolla, er greift noch den Falschen an. Okay, Wieländer auf die Pflanze, sehr schön. Habum. Sehr schön. Macht ein bisschen Schaden. Wieländer. Au, 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 au. Das müsste die, Sonnenflora-Pflanze... Jawolla! Jetzt aber. Jetzt habe ich den Vorteil auf meiner Seite. Außer er macht jetzt wieder Feuersturm und knallt mein Pokémon mit einem Schlag weg. Bum, 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 bum. Okay. Was habe ich mir gedacht? Sehr schön. Oder weniger schön. Genau, jetzt habe ich noch Voltenso. Das heißt, leichter Vorteil für mich. Muss keiner sein. Bling. Jedenfalls bin ich sicher, dass er keinen Hypertrank mehr hat. Okay. Ich würde sagen, wir gehen jetzt all for in. Dings für dich und Funkensprung auf dich. Sehr schön. Oh, schnapp. Aua. Jawolla, sehr schön. Am Ende des Tages wieder mit viel Glück gewonnen, aber Sieg ist ein Sieg. Ich muss meine Niederlage eingestehen. Eins noch. Your mom is a milf. Oh, ich gebe dir den Farborden-Katalog, bin ich beeindruckt. Aha, ich hab den. Ich würde niemals Pokémon sammeln, die mich nicht interessieren. Ach ja, cool. Irgendwas gibt da schön viel Geld, sehr schön. Der Farborden lässt Pokémon bis Level 50 deinen Befehlen folgen. Von uns her aus habt ihr kämpfen. Jawohl, bitte nimm noch dieses Geschenk. Erhält TM19. Müsste Gigasauger sein, oder? Das ist Gigasauger. Ja. Okay, sehr schön. Ja. Dann kann ich mich ja schon Richtung 5. Orden aufmachen. Das hätte ich ja auch eigentlich schon früher machen können. Aber ich dachte, der komplette Halbweise, komplett halb, egal. Lernen zu reden. Einfach weil wir alles komplett haben wollen, oder ich besser gesagt, habe ich gedacht, machen wir zuerst die 4. Arena. Ist ja auch wieder knapp geworden. Ich gehe mich jetzt kurz heilen. Und spule, genau. Ich speichere noch, dass wir das auf dem Kasten haben. So. Wir sind Level 61. Ist jemand noch Level 60? Ja, Sparky ist es. Sehr schön. Dann geht Sparky nach vorne. Wir machen uns auf Richtung Lavandia, gehen nach unten und klatschen erstmal das Relaxo weg, damit ich dort durchkomme. Und dann heißt es viel Trainergebäsch. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das komplett zeige oder ob ich da einfach ein bisschen was mache und dann vielleicht auch offscreen. Wird man dann sehen, wie das alles so vonstatten geht. Für diesen Part noch, für die Rest, der mir noch bleibt. Und für den nächsten. Definitiv Trainergebäsche. Stoße auf. Ich rülpse nicht. mal gucken, was uns das alles Schönes bringt. Und mitbringt und macht und tut und irgendwas mit Zwiebeln. So, los geht's. Der lässt uns ja durch. Ah, darf ich rennen? Darf er nur in gewissen Gebäuden darf man rennen. Ja, genau hier habe ich schon, die habe ich schon gemacht. Einfach zum Trainieren. Tut mir leid. Aber die hatten nichts Spezielles. Das waren halt alles Wasser-Pokémon. Und das war mit Sparky natürlich kein Problem. Der Fettsack pennt, jawohl. Das mal harte Musik, harte Rockmusik. Ist aufgewacht. Ist brummig und greift an. Habe ich Lust auf Relaxe? Nein, habe ich nicht. Ich glaube, ich haue ab. Er darf dann zurück in die Berge gehen. Danke, Dickerchen. Relaxo hat sich wieder beruhigt und gehend und läuft in die Berge. Wo auch hier immer ein Berg sein soll, aber egal. Er macht's halt. Nur hier noch schnell die Axt, wollte ich schon. Ja, wir holen uns eine Axt, genau. Mein Bruder ist der Profi-Angler. Ich liebe den Angelsport. Möchtest du auch angeln? Lasse, du bist mir sympathisch. Nimm die sehen. Die Superangel. Die im normalen Spiel die beste Angel. So wie ich weiß. Lustigerweise nicht die Profi. Ein großes Carpador. Ach, woher weiß ich, was ein großes Carpador ist? Egal. Hallo! Habe ich mal bei Elektrizität. Ist meine Stärke. Und ich habe meinen Fuß in den Kabel. Kann man. Sehr schön.
Elektrizität ist also seine Stärke. Es ist schön, ich habe ja Sparky vorne. Das könnte interessant werden. Xaver, Elektroball und Minion. Sparky und Noah. Noah ist definitiv falsch. Habe ich eben irgendwas, was ich... Oh, Lust. Ja, Dani mit Schaufel, aber das war's. Aus mit dir! Brrr. Sparky, brumm. Elektroball, Sternschauer. Oh, das geht ja noch. Aua. Ladevorgang. Wusch. Blablabla. Lädt sich auf. Das ist aber schön für ihn. Und Schaufel auf den Ball. Sparky, okay, bumm. Hui. Sieht hier so schön aus, in den früheren Editionen sah es noch so lustig aus mit wenn da so diese Häufchen gegraben wurden. Na, der lädt sich ständig auf. Brrm, hat sich ja gelohnt. Dann wieder auf den. Brrm, aua. Ah, schade, reicht nicht ganz. Ui. Gegner setzt Lichtschild an. Spezialverteidigung wird durch das Lichtschild vom Gegner erhöht. Setzt Donner an. War der Ladevorgang? Ja. 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 Ich musste ja noch fragen. Ruckzuck auf dich, du nervst und. Nachtnebel auf dich. Rupp. Gesterben. Blödes Donnerzeug. Knallt erstmal ein Pokémon von mir mit einem Schlag weg. Sternschauer. Oh. Setzt der nur Sternschauer ein oder wartet der nur auf eine geeignete Situation, um Explosion einzusetzen? Fragen über Fragen, die wir nie beantworten können. Da werden. Rocker. Stromkreis unterbrochen. Ja, also ich mache meinen Fuß hoch, ne? So, ich kann eigentlich schon wieder heilen gehen. Aber jetzt mal kann ich ja ein bisschen abkürzen. Nein, kann ich nicht. Will ich jetzt hier jedes Mal... Ach komm, ich mach das schnell mit der Speed-Taste. Ja, genau, hier habe ich ja Voltensor gefangen. Ich entschuldige mich schnell. Ich mache das wirklich schnell mit der Speed-Taste, sonst geht das ja... 1000 Jahre jedes Mal das hin und her gelaufen und das will ich euch dann trotzdem nicht zumuten. Ui. Genau, brumm, bum, bum. Genau, hab ich auch einen so. Ui. Oh, den habe ich auch gar nicht besiegt. Oh. Ja, Funkensprung. Sehr schön. Tut mir schnell. Machen wir schnell nebenbei. So, wieder mit der Speed-Taste. So, und hier sind wir wieder. Haben nebenbei noch einen kaputt gemacht. Der arme Kerl. Weiß gar nicht, was man hier kriegt. Ich glaube, nichts Besonderes. Hallo, Angler. Man weiß nie, was der nächste Fang sein wird. Ja, vielleicht eine riesige Königskrabbe. Wer weiß schon. Sehr viel Geld bringt. So, Angler, Garados und Ansgar. Erblieb. Nicht gut. Bedroher von Garados vermindert Sparkys Angriff. Bedroher verbindet Angriff von Noah. Sorry. Funkensprung auf dich. Ich mach mal Fliegen auf dich. Hui. Dann kann etwas schon mal nichts passieren. Sparky. Eine Vierfachschwäche sein. Reicht sogar. Die Seeschlange ist kaputt. Falls der jetzt nämlich Eisstrahl einsetzt auf Noah, geht's dagegen. Bodyguard. Hier von Schleier umhüllt. Das ist ja egal. Wir können es ja trotzdem angreifen. Haha, bumm. Macht so wie ein 3 HP. Oh ne, macht doch ein bisschen was. Aber übrigens, man kann oben vor Lavandia, wenn man angeln geht, kann man Lapras angeln hier in diesem Heck. Also für alle, die schon immer ein Lapras mal trainieren wollten. Und das, man von Silvsko erhält, einem zu schwach ist, weil man ja da übelst unten wieder anfangen muss.
sage ich Ihnen was, ihr könnt euch das so holen und mal so trainieren. Aber das soll es für heute gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Part von Pokémon Blattgrün Armageddon. Und bis dahin sage ich, Peace, bin draußen. Auf Wiedersehen.